Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Und zwar drehe ich heute für euch einen kleinen DM-Haul. Ich werde das jetzt nicht mehr unterteilen in Frühling und Sommer und sowas. Ich kaufe einfach und dann mache ich den Haul. Und jetzt zeige ich euch, was ich gekauft habe. So, anfangen wollen wir mit den Produkten für die Haare. Da ich ja mittlerweile ein Alter erreicht habe, in dem man etwas umsteigen muss, was die Haarpflege angeht, habe ich jetzt hier Plantur 39. Einmal das Shampoo. Eine Sprühkur. Und eine Pflegespülung in der Tube. Dann habe ich noch diverse Haarmasken. Wo sind sie? Wo sind sie? So, das waren alle. Von diesem Swiss Opal. Einmal mit Apfelblüte. Orangenblüte. Pfirsichblüte. Kirschblüte. Und Pferdemark. Ich hatte eigentlich noch das gesucht mit Arganöl, aber das habe ich leider nicht gefunden. Das ist jetzt aber nicht weiter tragisch. Jetzt machen wir weiter mit Deo. Ich habe nämlich auch wieder neues Deo gekauft von Nivea. Und zwar einmal hier dieses. Dann das hier. Und dieses Black and White Invisible. So, dann habe ich auch eine kleine Make-up-Sache gekauft, die ich euch jetzt hier auch zeigen werde. Und zwar wieder so ein kleines Tübchen Glitter-Make-up, weil ich sehr gerne auch Glitzer in meinem Make-up verwende. Und jetzt geht es weiter mit den Sachen fürs Gesicht. Ja, das war's. So. Habe ich hier einmal von Balea so eine Tuchmaske. Mit Vanille auch. Dann noch eine Tuchmaske von Balea. Das wäre diese hier. Dann noch eine von Garnier. Ich mag diese Tuchmasken, die sind einfach leichter aufzutragen als die anderen. Es gibt zwar auch manche, die vom Gesicht rutschen, aber das ist in dem Fall nicht ganz so schlimm. Dann habe ich hier noch eine von Garnier. Hautklar. Und dann habe ich hier noch zwei andere Heilerde, Anti-Stress und Heilerde Clean Peel Maske. Und noch zwei Augen.
Pads. Also für unter den Augen, für gegen Augenringe. Von Schäbens. Das waren die Dinge, die ich für mein Gesicht habe. Und jetzt haben wir noch eine große Auswahl an Badesalzen und Badepudern. Und die zeige ich euch jetzt auch noch. Und dann haben wir hier einmal das Balea Badesalz Magic Forest. Da habe ich auch das Duschgel von. Das ist so toll. Also es riecht wirklich sehr gut. Dann habe ich hier gegen Muskelschmerzen von TTZ. Dann habe ich hier noch eins von TTZ, und zwar die Tiefenentspannung. Und das ist das letzte von TTZ. Rücken- und Schulterwohl. Ja, wenn man älter wird, hat man so seine Zwickerchen. So. Dann habe ich hier noch ein Badepuder von Balea. Und noch ein Badesalz. Ebenfalls von Balea. Und hier habe ich noch zwei Badezusätze von Dresdner Essenz. Einmal Ruhe pur und absolut relax, diese beiden. So, das war mein kleiner DM-Haul. Naja, klein ist gut. ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn ja, dann würde ich mich sehr über einen Daumen freuen, über ein Abo. Und wir sehen uns in meinen nächsten Videos. Bis dann. Tschüss.